Wir haben in den letzten Wochen ein paar Handy reparieren, die vier da. Und die hier haben wir euch die Reparatur gebracht. Und da habe ich noch mehr. Es sind alles iPhone und Samsung. Insgesamt sind es 16, die wir reparieren. Aber nicht einfach so, sondern wir haben sie zuerst präpariert, um nachher zu sagen, bei welchem Reparaturservice dass man wirklich gut bedient wird und wo eher weniger. Das Ergebnis von diesem grossen Test zeigen wir euch gerne ein bisschen später in dieser Sendung. Zuerst die Abend, Kassenschutz, meine Damen und Herren. Schön, seid ihr dabei. Herzlich willkommen. 4% oder besser gesagt plus 4%. Das ist die durchschnittliche Prämienerhöhung in der Krankenkasse Grundversicherung im Hinblick auf das nächste Jahr. 4%, das ist nicht wenig, völlig klar, aber es tönt im Vergleich zu anderen Jahren nicht nach wahnsinnig viel. Nur, das ist ein Durchschnittswert. Wie viel die Prämie für euch ganz konkret oder eure Nachbarin oder eure Schwiegermutter steigen, darüber sagen die 4%. Gar nichts aus. Eine dreiköpfige Familie zahlt ab 2016 unter Umständen pro Jahr über 2'000 Franken mehr. Der Adrian Zehnder rechnet ganz genau nach. Herbst. Die Jahreszeit der prächtigen Farben, der fallenden Blätter und der neuen Krankenkassenprämien, die ins Haus flattern. Auch Familie Isaac aus dem Kanton Schwyz hat die neue Police erhalten. Markus Isaac hat zwar mit höheren Prämien gerechnet, aber der Aufschlag fürs nächste Jahr ist ein Schock. Also Mitte Oktober habe ich die neuen Prämienberechnungen bekommen und festgestellt, dass Prämien jetzt aufs nächste Jahr um etwa 50% angestiegen sind. Tatsächlich. Der Brief Ihrer Krankenkasse Klug zeigt, die Prämien für die ganze Familie steigen von 4.300 Franken in diesem auf über 6.600 Franken im nächsten Jahr. Das ist ein Aufschlag von über 2.360 Franken. Also, als ich das zuerst gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, das könnte auch ein Berechnungsfehler sein. Dann habe ich mich erkundigt bei der Klug selber. Und bin dann informiert worden, dass das so ist, dass das eigentlich für alle so wird sein für nächstes Jahr und dass sie das eigentlich begreifen, dass wir das nicht toll finden. Aber mit dem kann ich eigentlich nicht so viel anfangen, weil grundsätzlich kann man sich ja nicht so verkalkulieren in einem Jahr. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Darüber staunt auch Stefan Thurnherr. Der Experte weiß, dass die Gesundheitskosten und damit verbunden die Prämien Jahr für Jahr steigen. Aber Aufschläge von über 50% sind sehr selten. Der Aufschlag ist sicher außergewöhnlich. Ich habe es erwartet in den Kantonen Schweiz und Jura, wo die Prämien generell stärker ansteigen als der Schweizer Schnitt. Aber diese krassen Aufschläge habe ich so in dieser Form in den letzten 2-3 Jahren nicht gesehen. Die Versicherung war über Jahre sehr günstig. Jetzt hat das Bundesamt für Gesundheit die Kasse zu höheren Prämien verpflichtet. Nach so einem Aufschlag werden die guten Risiken sofort die Kasse verlassen. Das heisst, die Prognose ist schlecht, die Kasse wird nicht mehr billiger. Also auch da heisst es, wenn ich jetzt das anschaue, dann nicht warten, hoffen, dass es besser wird. Es wird nicht besser, sondern jetzt wechseln. Bleibt Familie Isaac bei der Krankenkasse Klug, zahlt sie im nächsten Jahr im Standardmodell 6.756 Franken. Wechselt sie aber zum Standardmodell von Agrisano, zahlt sie nur 5.094 Franken. Noch mehr sparen kann sie, wenn sie sich für das Telefonberatungsmodell der SLKK entscheidet. Die Prämie dort 4.674 Franken. Das sind über 2.000 Franken weniger als bei der jetzigen Kasse. Markus Isaac informiert sich über günstigere Alternativen. Vermutlich nicht zum letzten Mal. Ja, ich meinte, man muss mit dem rechnen, dass man halt jedes Jahr wieder im Herbst muss eine Internetseite aufmachen und schauen und vergleichen. Dass man aktiv immer weiss, wo man steht. Weil die Leistungen grundsätzlich immer die gleichen sind, nur die Prämien, die sich ändern. Nur so bleibt der jährliche Prämienaufschlag im Herbst einigermaßen verträglich fürs Familienbudget.
Krankenkasse Klug schreibt uns, sie liege trotz dieser Prämienerhöhung immer noch unter dem Kantonsdurchschnitt im Kanton Schweiz. Und was ihnen auch noch wichtig ist, es zähle nicht nur die Höhe der Prämie, sondern genauso wichtig sei die Qualität des Services. Wenn die Prämien steigen, dann könnt ihr als Versicherte nicht viel unternehmen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber immerhin, man kann etwas machen, man kann optimieren und man kann die Kasse wechseln. Zu diesem Thema jetzt ein paar Tipps von unserer Seite. Erstens, ihr könnt sparen, indem ihr ein Sparmodell wählt. Zum Beispiel ein HMO-Modell, dann müsst ihr immer zuerst in eine HMO-Praxis. Oder ein Hausarztmodell, dann müsst ihr immer zuerst zum Hausarzt, wenn ihr etwas habt. Oder ihr könnt Telefonberatung wählen, dann müsst ihr, wenn ihr ein Problem habt, ein gesundheitliches, immer zuerst per Telefon Rat suchen. Zweiter Tipp, ihr könnt sparen, indem ihr eine höhere Franchise wählen. Die Franchise, das ist der Teil der Arztkosten oder der Spitalkosten, die ihr selber zahlt, bevor die Krankenkasse anfängt zu zahlen. Und dritter Tipp, ihr könnt sparen, ihr könnt unter Umständen sogar einen Haufen sparen, der jetzt gehört im Beitrag, indem ihr den Versicherer wechselt. Den Versicherer wechselt, das kann man in der Grundversicherung problemlos. Bei allen Kassen sind in der Grundversicherung die Leistungen gleich. Für sich zu orientieren, welche Kasse wo wie viel kostet, da gibt es diverse Vergleichsdienste. Die entsprechenden Links die findet ihr alle auf unserer Internetseite. Und alle eure persönlichen Fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Optimieren und zum Wechseln, könnt ihr jetzt stellen in unserem Expertenchat. Das sind die drei Expertinnen und Experten, die für euch zur Verfügung stehen ab sofort. Es ist Oriana Gubinelli. Sie ist Beraterin bei der Stiftung für Konsumentenschutz SKS. Dann haben wir Felix Schneuli. Er ist vom Vergleichsdienst Comparis. Und schließlich ganz rechts aussen, dritte Expertin Andrea Roth vom Vermögenszentrum. Sie ist ab sofort online erreichbar bis plus minus am Abend um 10:30. Das hier, das ist ein aktueller Ski. Genauer gesagt, ein aktueller Slalom-Ski vom österreichischen Hersteller Fischer. Der Ski, der ist in den letzten Tagen hier in der Schweiz häufig, man kann sagen, sogar sehr häufig gekauft worden. Allerdings, und das ist interessant, nicht von Leuten, die Ski fahren wollen. Wie Fischer will verhindern, dass ihr günstiger zu ihren Ski kommt, zeigt euch Adrian Zehnder. Der Nachschub rollt an. Der Lastwagen bringt über 100 Paar neue Skis in die Sportfiliale von Ottos in Sursee. Es sind Vorjahresmodelle, Restposten, aber auch aktuelle Top-Modelle. Ottos Geschäftsführer Marc in Eichen besorgt die Ware auf dem internationalen Graumarkt. Ja, das klingt ein bisschen dubios, vor allem wenn man Grau- und Parallelmarkt sagt. Aber das ist nicht dubios. Also ich kaufe einfach anstatt in der Schweiz beim offiziellen Importeur einkaufen, kaufe ich dort auf der Welt ein, wo ich den Ski günstiger bekomme, aber natürlich im Prinzip in einem anderen Land, beim offiziellen Importeur, und sie dann selber in die Schweiz importieren. Und das ist nachher sogenannte Grau- oder Parallelmarktware. Und wieso kaufen Sie nicht beim Schweizer Importeur? Ja, weil es jetzt teuer ist. Weil ich den Ski sonst auf der Welt massiv, in diesem Fall jetzt den Ski massiv günstiger kann einkaufen. Zum Beispiel der Slalom-Ski der Marke Fischer. Ottos verkauft das aktuelle Modell rund einen Drittel günstiger als der Konkurrenzverkaufspreis. Die erste Lieferung war im Nu ausverkauft. Eingekauft haben aber nicht nur Schneesportfreunde, sondern vor allem Fischer Schweiz. Ein Reporter von Tele Zürich filmt, wie vermutlich Fischer-Mitarbeiter die Skis aus dem Laden kaufen. Die erhöhte Tätigkeit bei den Fischerski haben wir festgestellt, dass Leute zwei Paar Ski, fünf Paar Ski wollen. Und spätestens aufgeflogen ist oder die ersten Ski mitnehmen und die Bindung gerade im Handtäschchen mitnehmen. Weil die Ski, muss man sagen, die sind nie montiert, wenn die geliefert sind. Die tut man, wenn sie verkauft sind, Bindung drauf montieren. Und wenn dann einer Ski will, ohne Bindung montieren, also das kann in der Regel niemand selber. Zum Aufkaufen der eigenen Skis aus dem günstigen Ottos sagt Fischer Schweiz gegenüber Kassensturz nichts. Aber es ist offensichtlich, dass damit die hohen Schweizer Verkaufspreise geschützt werden sollen. Das beweist dieser Brief an die Geschäftspartner. Der Inhalt ist brisant. Man werde alle Skis aus den Ottos-Filialen aufkaufen und den ausländischen Lieferanten, also die Beschaffungsquelle von Ottos, per sofort sperren. Günstige Lieferanten sperren und so den Parallelimport ausbremsen. Das ist ein möglicher Verstoß gegen das Kartellrecht, sagt Wirtschaftsrechtsprofessor Walter Stoffel.
Er war jahrelang Präsident der Wettbewerbskommission. Wie beurteilt er den Fall Fischer? Ja, ich möchte nicht zu einer konkreten Fallstellung nehmen, die vielleicht bei der Schweizerischen Wettbewerbskommission anhängig wird. Aber ich kann einfach sagen, wie es generell ist im schweizerischen Recht. Das schweizerische Recht, wie übrigens das europäische generell, verbietet, dass ein Lieferant, ein Hersteller oder ein Importeur verhindert, dass ein schweizerischer Händler ins Ausland geht, sich dort eindeckt und die Ware nachher in der Schweiz verkauft. Dass der Fischer-Ski im Ausland deutlich günstiger ist, zeigt ein aktueller Vergleich. Der Preis inklusive Bindung bei einem günstigen Schweizer Fachhändler 789 Franken. Bei Ottos kostet der gleiche Ski 629 Franken. Noch günstiger fährt, wer den Ski in Deutschland kauft. Umgerechnet und Mehrwertsteuer bereinigt 571 Franken. Ein weiteres Beispiel. Ein populäres Modell von Head. Es kostet bei Micro Sport XX 799 Franken, bei Ottos 679 Franken und im deutschen Fachgeschäft 524 Franken. Schon 1994 gingen Skifirmen gegen Discounter vor, welche die Preise drückten. Kassensturz deckte auf, wie der Hersteller Salomon einen Preisbrecher in Bern kalt stellte. Um den frechen Discounter auszuschalten, suchte der Direktor von Salomon Schweiz, Walter Ziebung, den Berner Laden gleich persönlich auf. In einer Nacht- und Nebelaktion räumte Salomon die eigenen Skis aus dem Laden, im Ganzen 41 Paar, und zahlte dafür satte 28.900 Franken. Preisbrecher würden dem Fachhandel schaden, argumentierte die Branche schon damals. Und was sagt Marc in Eichen zum Vorwurf? Ich glaube, der wichtigste Punkt für mich ist schon, es wird sehr schnell immer geschossen und sagen, ja, ihr macht die lokalen Händler kaputt. Und ich glaube, man muss das im größeren Kontext sein. Wir Schweizer kämpfen dafür, dass die Schweizer ins Ausland, sie gehen ins Ausland einkaufen. Und ich glaube, wir müssen einfach etwas machen, was der Schweizer in der Schweiz einkauft. Kunden lieben die Auswahl. Bei den Skimodellen und bei der Wahl des Händlers. Was sind die Methoden, die Fischer hier anwenden? Darüber hätte ich sehr gerne mit Fischer Schweiz hier im Studio diskutiert. Aber sie geben kein Interview, sie geben nicht einmal eine inhaltliche Stellungnahme ab. Das Einzige, was sie sagen, ist, dass sie nichts sagen. Eine Ergänzung noch zum Stichwort WEKO, Wettbewerbskommission. In spätestens zwei Wochen entscheidet die WEKO, ob sie den Fall genauer anschauen will. Letzte Woche hier im Kassensturz haben wir aufgedeckt, dass bestimmte Audi-Motoren unglaublich viel Öl verbrauchen. Bis zu 2 Liter auf 1000 Kilometer. Man muss sich das mal vorstellen. Bis zu 2 Liter auf 1000 Kilometer umfahren. Der Generalimporteur Amag hat vor einer Woche bei uns gesagt, im Kassensturz alles nicht so schlimm. Das sind Einzelfälle. Dann ist es aber losgegangen. Unzählige Audi-Fahrer haben auf unserer Internetseite ihre Erfahrungen mit Audi-Motoren geschildert und damit klar gemacht, dass da ein gröberes Motorenproblem vorliegt. Der Philipp Odermatt. Auch dieser Audi Q5 verbraucht viel Motorenöl. Jedes Mal, wenn ich tanke, muss ich auch 1 Liter Öl auffüllen. Vor knapp einem Jahr kaufte Sandra Studer ihren Q5. Eine Occasion mit 100.000 Kilometern. Schon bald stellte sie den hohen Ölverbrauch fest. Mittlerweile musste sie für knapp 1.000 Franken Öl nachfüllen. Es ärgert mich sehr fest, dass der Ölverbrauch so hoch ist. Und weil es wirklich ein Traumauto war von uns. Und ich bin also wirklich enttäuscht. Sandra Studer ist längst nicht die einzige frustrierte Kundin. Seit Kassensturz letzte Woche darüber berichtete, melden sich täglich weitere Autofahrer. Nebst Audi sind auch Modelle von VW, Skoda und Seat betroffen. Alle klagen über den hohen Ölverbrauch. Und alle fühlen sich von Generalimporteur Amag nicht ernst genommen. Auch auf der Kassensturz-Seite im Internet. Viele Kommentare verärgerter Audi-Fahrer. Die Liste ist lang. Ohne Öl im Kofferraum geht gar nichts mehr. Es sind uns keine Probleme bekannt. Das war die Antwort auf den Ölverbrauch von 1 Liter auf 600 Kilometer. Die Amag vertröstete mich jedes Mal. Man ist einfach machtlos.
Amag verharmlost das Problem und will nichts wissen von mangelhaften Motoren. Sie spricht von Einzelfällen. Weshalb verbrauchen gewisse TFSI-Motoren aus der VW-Gruppe so viel Öl? Beat Geisbühler ist Lehrer an der Schweizerischen Technischen Fachschule Winterthur. Er bildet angehende Automobildiagnostiker aus. Der Experte sagt, die heutigen Motoren müssen immer mehr leisten bei weniger Gewicht. Man hat heute relativ leichte Kolben, man hat ganz dünne Öl, man fährt mit riesengroßen Drücken. Also man ist da halt sehr, sehr an der grossen Leistungsgrenze. Und durch die dünnen Öl, die hohen Drücke, kann es sein, dass man halt Öl aus irgendwelchen Gründen kann in den Verbrennungsraum hineinkommen. Bei der Zündung werde das Öl verbrannt. Dies könne gravierende Folgen haben. Das bedeutet konkret, wenn die Verbrennung eben nicht vollständig ist, das heisst, wenn das Öl nicht vollständig verbrennt, dass es sogar Schichten gibt auf dem Kolben. Die Schichten können dazu führen, dass am Schluss bei grossen Erwärmungen unter Umständen das anfängt zu glühen und wir dann so Glühzündungen bekommen. Das bedeutet konkret, dass dann irgendwann der Druck oder die Verbrennung dann stattfindet, wenn sie nicht sollte. Durch das kann es kapitale Motorschäden geben. Auch Sandra Studer muss bei ihrem Audi mit einem Motorschaden rechnen. In einem Brief schilderte sie das Problem. Sie bat Amag, einen Teil der Reparaturkosten zu übernehmen. Amag aber wollte nichts zahlen. Ihr Audi habe zu viele Kilometer. Die Garantie sei abgelaufen. Man wünsche ihr dennoch eine gute und sichere Fahrt. Ich habe Kollegen, die das gleiche Problem haben und die haben aufgegeben, weil sie keine Lust mehr haben, das Hin und Her. Und da Amag eine grosse Firma ist, kann sie sich das anscheinend rausnehmen, dass man einen kleinen Kunden so behandeln kann. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Verärgerte Audi-Fahrer. Die Amag lässt sie im Stich. Letzte Woche haben wir von der Amag nur eine schriftliche Stellungnahme bekommen. Vor der Kamera wollte niemand stehen. Diese Woche ist das etwas anders. Jetzt steht der Chef her und ich kann meine Fragen direkt ihm stellen. Sein Name ist Morten Hannesbo. Guten Tag, Herr Hannesbo. Guten Tag, Herr Smets. Wir stehen jetzt vor so einem Motor. Das ist das Corpus Delicti sozusagen. Wir haben gesehen, 1 Liter Ölverbrauch auf 1000 Kilometer. Finden Sie das in Ordnung? Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Die Grenze ist 0,5 Liter pro 1000 Kilometer. Wenn es darüber liegt, dann ist es nicht in Ordnung. Warum passiert es? Ja, es gibt viele Gründe, warum kann es passieren. Es hat damit zu tun, wie man mit dem Auto fährt vielleicht. Es kann auch in der Produktion gewesen sein, dass es Toleranzprobleme gab. Wir wissen es nicht genau. Aber ich möchte auch sagen, es sind sehr wenige Motoren, die betroffen sind. Aber wenn Sie sagen, es kommt darauf an, wie ich fahre, also wenn ich ein bisschen anders fahre, dann braucht er plötzlich 1 Liter auf 1000 Kilometer. Nein, das wird so nicht passieren. Aber es ist klar, wenn Sie sehr schnell auf der Autobahn fahren, wenn Sie mit Anhänger fahren, wenn Sie sehr viele Kaltstarts haben, dann kann das einen Einfluss haben. Aber das haben andere Autos auch. Also mein Auto, ich sage jetzt die Marke absichtlich nicht, ich habe, glaube ich, noch nie Öl nachgefüllt. Ja, aber die meisten Autofahrer, die haben das auch nicht. Aber es gibt einfach wenige Motoren, wo dieses Problem entstanden ist. Und da geht es darum, dass wir für diese Kunden eine Lösung finden. Sie finden, ja, das sind eigentlich nur wenige. Aber Sie haben mir gesagt, es gibt 22.000 solche Motoren in der Schweiz. Und bei uns haben sich ein paar hundert Leute gemeldet. Ja. Sie finden das wenig und kein Serienproblem? Das ist wenig und es ist kein Serienproblem. Von 22.000, wenn Sie 200 Fälle haben, oder vielleicht gibt es noch mal 100, das wissen wir nicht, dann sind das sehr wenig Fälle, ja. Das Problem ist jetzt, wenn jemand Schwierigkeiten hat mit dem Motor, dann geht er vielleicht in die Garage zu Ihrem Händler und der sagt dann, oder hat das gesagt in vielen Fällen, ja, das ist so ein bisschen üblich. Und dann geht man wieder nach Hause und vielleicht nach 2 Monaten kommt man wieder und sagt, ja, aber es ist immer noch ein Problem. Dann wird vielleicht ein bisschen was repariert und die Zeit vergeht, die Garantie läuft ab. Also man wird regelrecht hingehalten. Das darf so nicht passieren. Also sagt der Chef, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Wenn der Motor ein Problem hat, dann werden wir das auch erkennen können. Dann gibt es auch Maßnahmen, dann können wir messen, ist der Ölverbrauch zu groß. Wir messen das und wenn es nicht in Ordnung ist, dann wird der Motor auch repariert. Aber es ist passiert. Also wir haben von vielen Leuten jetzt gehört, dass sie eben hingehalten worden sind. Ich kenne diese Fälle nicht. Ich schaue mir die gerne an. Aber das darf nicht passieren. Selbstverständlich haben sowohl wir als auch der Garagist jegliches Interesse daran, dass das Problem gelöst wird. Gut, jetzt haben Sie über das Wochenende so eine Art Krisensitzung gemacht und können jetzt eine Art Angebot an Ihre Kunden unterbreiten. Wie sieht das aus? Also es ist so, wir
reparieren immer alle Motoren unter Garantie. Einige Kunden, die haben eine Garantieverlängerung auf 4 Jahre gekauft. Aber wir haben jetzt gesagt, damit jeder Audi-Fahrer weiterfahren kann und mit Vertrauen im Auto sitzen kann, da verlängern wir unsere Kulanz auf 5 Jahre bis 100.000 Kilometer und da werden wir alle Kosten übernehmen. Jetzt bei vielen ist es eben so, dass es so gegen 100.000 so richtig problematisch wird. Was ist mit denen, bei denen das Problem über 100.000 quasi virulent wird? Es gibt da kein Muster. Es kann früh, es kann spät passieren. Aber ist ein Motor jetzt über 100.000 Kilometer, über 5 Jahre alt, dann haben wir auch eine Möglichkeit, kulant zu arbeiten. Und zwar würden wir alle Teile übernehmen und die Hälfte vom Arbeitslohn auch übernehmen. Ich denke, das ist eine faire Lösung. Und damit zeigen wir auch, dass wir als Unternehmen, als Amag zum Kunden steht und die Lösungen suchen. Und dass diese Lösung im real existierenden Leben auch umgesetzt wird, dafür können Sie als Chef garantieren? Das kann ich Ihnen garantieren. Das ist selbstverständlich so, ja. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Hannesbaum. Ich danke Ihnen auch, Herr Schmetzer. Das ist News, meine Damen und Herren. Die Zusicherungen vom AMAG-Chef persönlich. Nämlich, ich wiederhole, Übernahme von allen Kosten bei diesen Ölproblemen, bei diesen Motorenproblemen während 5 Jahren bzw. bis 100.000 Kilometer. Und zweiter Punkt, Übernahme von den Materialkosten und den halben Arbeitskosten bei Auto mit über 100.000 Kilometer. Und zwar das als Ergänzung bis 200.000 Kilometer. Das war der Morten Hannesbaum im Interview gestern Nachmittag. Jetzt gehen Sie alle wieder und sehen wieder tipptopp aus. Unsere Test-Handys, ich habe es am Anfang der Sendung gezeigt, die wir haben reparieren lassen. Vor ein paar Wochen hat es noch ganz anders ausgesehen. Da ist jedes zweite hat so einen eingeschlagenen, kaputten Display gehabt. Und die andere Hälfte die war präpariert. Das haben Experten für uns gemacht, eine kleine Störung eingebaut in das Handy, um herauszufinden, ob es der Reparaturdienst herausfindet oder ob einem eine teure, unnötige Reparatur aufs Auge gedrückt wird. Wenn einem das Handy an den Boden geht oder sonst irgendwie kaputt geht und es fällt nicht unter Garantie, dann ist man froh, wenn man einen guten Express-Reparaturservice verwünscht. Orientierungshilfe gibt es jetzt im Beitrag von Renato Barnetta. Hunderte defekte Handys werden hier bei der Firma Bachmann Mobile Kommunikation täglich angeliefert. Die großen Telekom-Anbieter und Elektronik-Discounter schicken die kaputten Handys ihrer Kunden zum lizenzierten Service-Center in Stans. Ein häufiger Schaden, der Displaybruch, vor allem nach einem heißen Sommer. Wenn die Leute viel verrissen sind, hat man mehr Displaybrüche, man hat mehr Feuchtigkeitsschaden auch zum Teil. Und Sommermünzen sind allgemein einfach die, die wir am meisten zu tun haben. Der erste Schritt der Reparatur. Eine Mitarbeiterin erfasst die Daten des Smartphones und bereitet das Gerät für die Werkstatt vor. Kassensturz testet die 8 größten Schweizer Handy-Express-Reparaturdienste. Im Test der Handy-Doktor. Die Berner Kette Cityphone. Die Genturi. Die Express-Dienste von Mediamarkt. Und von Mobilezone. MyPhone. Das Ostschweizer Unternehmen iTech. Und einer der größten Anbieter, die iPhone-Klinik. Dazu lässt Kassensturz 16 gebräuchliche Smartphones präparieren. Das iPhone 5C von Apple. Und von der zweitmeistverkauften Marke, das Samsung S4 Mini. Ein Team der Hochschule für Technik in Rapperswil simuliert bei den Samsung-Handys einen Wackelkontakt. Die Elektroingenieurin Selina Malagarne löst dazu die Steckverbindung zum sogenannten Home-Button. Folge: Dieser Knopf funktioniert nicht mehr. Ein einfach zu behebender Fehler. Vom Reparateur können wir erwarten, dass er das Handy öffnet, die Verbindung kontrolliert und dann selber feststellt, dass man dort eigentlich den Stecker nur wieder reindrücken muss. Das bedeutet, der Reparateur muss kein einziges Bauteil auswechseln. Nun ist das iPhone an der Reihe. Die Ingenieurin stellt den häufigsten Schaden nach: den Displaybruch. Um zu kontrollieren, dass die Reparaturdienste keine Bauteile unnötigerweise auswechseln, werden alle Teile mit einem UV-Stift markiert. Der Test beginnt.
Ein Kassensturzreporter bringt die manipulierten Smartphones in die Filialen der Express-Reparaturdienste. Je ein iPhone und ein Samsung-Handy gibt er gleichzeitig ab. Bei der Abgabe wird zuerst der Kundenservice getestet. Ja. Eine Woche später. Im technischen Labor der Hochschule prüft das Team alle reparierten Handys. Wie gut ist die Qualität der Reparatur? Gibt es Funktionsmängel? Sind alle Daten noch vorhanden? Jedes Detail wird notiert. Zu den Testergebnissen. Ungenügend schnitt Mediamarkt ab. Beim iPhone war die Reparatur mangelhaft. Kosten 149 Franken. Und das Samsung-Handy konnte Mediamarkt nicht reparieren. Gesamtnote 2,9. Der Reparateur hat das Smartphone überhaupt nicht geöffnet. Dadurch hat er auch nicht sehen können, dass eigentlich nur ein Stecker schlecht eingerostet war. Was er gesagt hat, ist, dass man Bauteile bestellen müsse. Was aber nicht der Fall ist, weil ja kein Bauteil überhaupt defekt war. Das ist meiner Meinung nach die Reparatur mangelhaft. Mängel fand das Labor auch bei der Lichtstärke. Teilweise leuchteten die ausgewechselten Displays weniger stark als die Originale. Offenbar arbeiten nicht alle Reparaturdienste mit hochwertigen Ersatzteilen. Wenn das Display weniger hell leuchtet, dann kann man ganz klar davon ausgehen, dass es von minderer Qualität ist. Die Lupe deckt jede Ungenauigkeit auf. Ein Samsung-Gerät weist einen Spalt beim Gehäuse auf. Und bei 4 iPhones steht das Display leicht hervor. Die verbauten Ersatzteile sind von fragwürdiger Qualität. Grund für das könnte einerseits sein, dass das Display an sich eine Wölbung hat und vielleicht schlecht verarbeitet ist. Oder dass der Haltemechanismus nicht richtig geschlossen hat und dadurch dort das Display leicht aufsteht. Genügend im Test? Das Berner Unternehmen Cityphone. Das Samsung-Gehäuse hatte nach der Reparatur einen sichtbaren Spalt. Note 4,3. Etwas besser die iPhone-Klinik und Mobile Zone. Mobile Zone mit der teuersten iPhone-Reparatur benötigte 26 Stunden. Dafür kostete die Reparatur am Samsung nichts. Note 4,6. Bei der Firma Bachmann kommt der Ofen zum Einsatz. Die Wärme löst das verklebte Gehäuse. Der Techniker kann nun das zerbrochene Display vom Gerät entfernen. Mit fachmännischer Präzision setzt er das neue Display wieder ein. Mit einer Folie verklebt er das Gehäuse. Zum Schluss geht's in die Presse. Jede Handy-Generation stellt die Techniker vor neue Herausforderungen. Und heute ist es natürlich wesentlich komplexer und man zum Teil muss mit Wärme arbeiten, um den Leim zu lösen oder zum Teil auch mit Kälte, die wir auch schon hatten. Also das ist sicher der grosse Unterschied. Und halt die Reparaturdauer durch das auch zunimmt. Tendenziell haben wir heute länger, um ein Telefon reparieren, ein Smartphone reparieren, als vielleicht vor 5 Jahren. Im Labor werden alle Testgeräte auf Schäden im Gehäuseinnern durchsucht. Gut schneiden diese Reparaturdienste ab. iTech konnte beide Smartphones reparieren, aber die Kundeninformationen waren dürftig. Das gab Abzug. Note 4,8. Etwas besser MyPhone mit der Note 4,9. Erfreulich, kein Reparaturdienst ersetzte unnötigerweise ein Bauteil. Die UV-Markierungen liefern den Beweis. Mit einem Gut schneidet auch Dejen Duri ab. Er war der günstigste bei iPhone. Für die Samsung-Reparatur verlangte er nichts. Note 5,2. Testsieger, der Handy-Doktor. Der Service und auch die Qualität der Reparaturen waren gut. Dafür gibt es die Note 5,4. Zum Schluss durchläuft das reparierte Smartphone bei der Firma Bachmann die Qualitätsprüfung. Besteht das Handy die Prüfung, geht es zurück an den Absender. Mediamarkt zeigt uns zum Samsung Galaxy S4 Mini, das sie gar nicht gemacht haben, das gar nicht repariert worden ist. Sie sagen bei diesem Modell nur der Display reparieren, keine anderen Reparaturen, weil das Modell für sie ein Nischenprodukt sei.
Das allerdings ändert nichts daran, dass der Mitarbeiter keine Funktionskontrolle gemacht hat. Und vielleicht zum Abrunden von diesem Thema, meine Damen und Herren, noch ein Wort zu den Kosten. Wir haben gesehen, so ein Ersetzen vom Display kostet so 130 bis 180 Franken. Man kann aber das kaputte Handy natürlich auch vom Telekom-Anbieter anflicken, besser gesagt, dort herbringen. Die schicken es dann ein. Dann allerdings geht es länger, man muss länger warten und es wird vermutlich noch teurer, weil die Telekom-Anbieter die verrechnen zusätzlich zu der Reparatur noch eine, sie sagen dem unter anderem Bearbeitungsgebühr oder ähnlich. Und die allein ist schon recht stolz. Wir haben die Zahlen erhoben. Bei Salt ist die Gebühr 25 Franken, bei Sunrise sind es 45 und bei Swisscom sogar 70 Franken ohne Reparatur. Meine Damen und Herren, woher bringt ihr euer kaputtes Handy? Wenn ihr Probleme habt, was habt ihr mit so Reparaturservicen für Erfahrungen gemacht? Die Debatte ist eröffnet auf unserer Internetseite srf.ch/konsum ist unsere Internetadresse. 1500 Velo bleiben allein zu Basel pro Jahr einfach irgendwo stehen, einfach irgendwo liegen, weil sie offenbar einfach niemand mehr braucht. In Zürich sind sogar jedes Jahr 3500 so Velo. Was mit denen passiert? Morgen bei unseren Radiokollegen im Espresso, Radio SRF 1, 10 ab 8. Der Club heute Abend auf diesem Kanal debattiert über die Integration von Flüchtlingen und 10 vor 10 als nächstes auf diesem Sender. Unter anderem über das bargeldlose Zahlen mit dem Handy. Mehr Kassensturz in der Woche. Bis dann, habt Sorge, auf Wiedersehen miteinander.